Hallo und recht herzlich willkommen zurück, ja, zu einer neuen Folge und zwar zum LS22 auf der wunderschönen Italia-Map. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir fertig gekalkt und auch gedüngt. Unsere schöne Wiese, wir sind einen Monat weiter gesprungen und siehe da, das Feld da drüben ist reif. Das heißt, wir werden bald Sorghum hier sehr ernten, werden aber heute erstmal noch ein bisschen hoch. Zwei Aufträge machen, einmal auf Feld Nummer 56, das ist hier nebenan bei unserem Feld, und Feld Nummer 74, das ist das hier, bekommen wir ein bisschen Geld für und danach werden wir dann ja ein bisschen uns um unsere ja, Felder kümmern. Das heißt, wir müssen ernten, wir müssen die Sorghum, Hirse vielleicht verkaufen, einlagern und so weiter, werden einiges an Ertrag, hoffe ich, haben. Ja, und dann schauen wir mal weiter, wie es dann weiterlaufen wird. So, wir fahren jetzt erstmal zu Feld 56. Das machen wir jetzt erstmal fertig. Fahren jetzt hier einmal außen rum. Wir sind hier mit dem Bruns wieder unterwegs. Den haben wir noch voll mit, gut, wie viele Litern haben wir den? 2512 Litern. Ich mache mal die automatische Ausbringung aus und senke mal mit M hier den Auswurf. Viele sagen, das braucht man nicht machen, aber ich meine festgestellt zu haben, dass es trotzdem ein bisschen mehr rauswirft. Aber gut, jedem das Seine. So, jetzt gucken wir mal, wie wir denn hier am besten rüberkommen zu dem Feld. Haben wir hier eine Zufahrt? Oder hat er eine geteilte Zufahrt? Ah, da vorne, ne? Da kommen wir rüber. Hier. Ach, da geht's rüber, guck mal. Sehr schön. Das ist das. Ah, da müssen wir runter. Achtung. Einmal blinken. Dann müssen wir hier auf der 56 und dann auf der 76 auch. Ich fahre jetzt erstmal hier einmal rum. Wir fahren mal runter. Wir liegen auch Steine. Ich glaube, Steine hatte ich, glaube ich, deaktiviert. Wieso bringt er jetzt überhaupt nichts aus? Das verstehe ich jetzt soweit nicht. Das Feld ist ja eigentlich dafür gedacht, ne? Oder habe ich falsche Aufträge angenommen? Düngen, ne? Feld 56 und 74. Wieso macht denn der nichts? Ah, jetzt, okay. Ach, ich habe es nicht ausgeklappt. Blöd. Ja, das wird es gewesen sein. Ist aber nicht schlimm. Wir bekommen es ja irgendwie trotzdem hin. Einfach die falsche Taste gedrückt. Ich hatte es nicht ausgeklappt und gesenkt. Es ist nämlich ein bisschen anders hier bei dem guten Gerät. Da muss man ein bisschen besser aufpassen. Und wenn man das dann einmal falsch macht, dann funktioniert der ganze Spaß auch nicht, ne? Sehr gut, sehr gut. Das heißt, jetzt ein bisschen auf beiden Feldern ein wenig Geld verdienen. Dann in der nächsten Folge die Hirse quasi von unserem eigenen Feld runterholen. Dann müssen wir uns auch noch ja, um das Feld grundsätzlich wieder kümmern. Mal sehen, was wir noch anpflanzen können. Wir brauchen immer was ein bisschen mit Stroh. Würde sich, glaube ich, anbieten. Da müssen wir auch nochmal gucken. Und Steine hatte ich, glaube ich, komplett ausgestellt. Ne? Ja, das passt soweit. Ich weiß, wir düngen jetzt hier auch ein bisschen die Straße, aber im Endeffekt ging es halt erstmal darum, hier so ein kleines Vorgewende zu fahren, damit wir dann auch die anderen Felder ein bisschen, ja, damit wir auch in der Mitte dann sauberer fahren können. Also ihr seht auch, man braucht hier nicht unbedingt VCA, weil die Felder jetzt oder die Wiesen jetzt nicht so groß sind, um die wir uns da kümmern müssen. Und mit dem Bruns hier mit 18 km/h, also das läuft wirklich sehr gut. Ne? Vielen Dank nochmal für den Tipp hier mit dem Fahrzeug. Das ist wirklich eine sehr, sehr tolle Geschichte gewesen. Und wir fahren jetzt einfach mal hier, wir drehen was mal, überlappen hier mal ein bisschen großzügig und gucken mal, wie breit das Ganze streut hier. Aber es reicht locker für beide Aufträge, ne? Also da müssen wir ein bisschen, können wir vielleicht sogar ein bisschen weiter nach links fahren, aber ne, das passt ganz gut. Der streut schon recht breit, sodass wir dann auch den Auftrag auch abschließen können. So, fahren wir da mal rüber. Sehr schön.
ab auf die nächste Bahn. Ich glaube, die können wir sogar ein bisschen mittiger fahren. Ja, das passt. Kriegen wir die sogar komplett abgedeckt? Ich fahre noch mal ein Stückchen rüber. Ah, guck mal, geht sogar komplett fast. Gut, so ein paar kleine Stellen bleiben jetzt hier offen. Aber wenn wir jetzt die großen Flächen ziemlich mittig fahren, dann geht das auch recht gut ohne. Ne? Man kriegt ja irgendwann so ein kleines Gefühl dafür, inwieweit man das Ganze fahren muss. Die Dienstleistung abgeschlossen. Wir können das Ganze mal ausschalten und setzen das mal hoch und fahren dann jetzt rüber zu Feld 76. Oder was? 74? 74 war es, ne? Sehr gut. Lass uns mal kurz gucken. Das ist da vorne. Das heißt, ach, guck mal. Da können wir hier direkt links lang fahren. Sehr gut. Einmal hier, einmal rechts. Und dann, meine ich, wäre es die übernächste Einfahrt. Hab natürlich auch immer geguckt, dass wir hier so die Fahrzeuge hier so im, ja, in der unmittelbaren Umgebung so ein wenig haben. Müssen wir jetzt gleich hier links rein. Das ist unser Hof. Dann können wir auch gleich hier direkt weitermachen. Hier ist die schöne Einfahrt von diesem kleinen Dorf hier. Bei dem ehemaligen kleinen Dorf. Was halt auch wirklich schön ist. Und die Map ist definitiv noch eine, wie gesagt, meiner Meinung nach eine der schönsten Maps. Rein von der Architektur her. Und ich denke, da werden wir noch einige Folgen hier drauf spielen. Wir haben ja jetzt gerade angefangen, glaube ich, bei Folge 13, 14 oder so. Und da haben wir noch jede Menge zu tun. Oh, wir müssen bald mal tanken, ne? Sehe ich gerade. Oha, der Fiat. Der ist durstig. Jetzt muss ich mal gucken, wie wir jetzt hier... Kommen wir denn hier rüber? Meistens immer da, wo die Nummern sind, hat sie immer geschrieben, ne? Kommen wir denn hier rüber? Ah, da doch, guck mal. Da kommen wir direkt hier rüber. Sehr schön. Sehr gut. Dann würde ich sagen, einmal runter und Abfahrt. Das Feld ist ein bisschen größer, da gibt es auch ein bisschen mehr Geld für. Und es sieht halt wirklich lustig aus mit dem Bruns, ne? Wobei das jetzt mag oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber im Endeffekt erfüllt er seinen Zweck. Und das ist, denke ich mal, auch die Hauptsache. Wir können mal ein Tempomat reinlegen hier. Und wir müssen auf jeden Fall unser Fahrzeug tanken. Mit den Antonio Carrado könnten wir es, glaube ich, auch machen. Aber ich glaube, das wäre dann nicht so lustig. Schauen wir einfach mal. Also hier müssen wir ein bisschen mehr rumfahren. Das Feld ist natürlich auch ordentlich groß. Die Preise von den Feldern gehen aber eigentlich, ne? Also die sind jetzt nicht so, dass die jetzt mega überteuert sind. Also die passen schon ganz gut. 10% haben wir geschafft. Dann sind wir bisher nur die lange Bahn einmal runtergefahren. So. Herrlich, herrlich. So, können wir hier nochmal ein bisschen breiter fahren. Dann erstmal einmal außen rum und dann gleich dann wieder schön in Bahnen rauf und runter. Und ich finde dieses Analoge jetzt hier ohne... Ach guck mal, da ist auch noch eine Feldzufahrt hier vorne. Ach, da kommen wir auch zu einem anderen Feld. Also man hat viele Zufahrten hier teilweise nur über andere Felder erreichbar. Das hat er dir, glaube ich, auch schon mal in den Kommentaren geschrieben. Finde ich persönlich auch ganz schön. Guck mal, die Hirse ist reif. Ist ja bei uns am Feld auch so. Ich weiß gar nicht, wie groß das Feld ist. Wir haben natürlich den kleinen Drescher nur. Und da werden wir einiges an Fahrten brauchen, um den ganzen Spaß da einzulagern. Und die Hirse werden wir, glaube ich, größtenteils verkaufen, weil wir werden die nicht brauchen. Und werden dann eher Weizen oder sowas auf den Feldern machen. Aber das gucken wir uns auch nach und nach mal so in aller Ruhe dann ein wenig an. So, sind wir jetzt gleich fast einmal ganz rum. Ich glaube, wir haben auch fast schon wieder 20%, wenn wir am Ende sind. Oder sogar noch mehr. Das ist halt wirklich eine schöne Idylle hier, ne? Im September, die Blätter werden langsam ein bisschen golden. Das sieht man hier teilweise. Finde ich auch persönlich sehr gut umgesetzt. So.
Ja, und dann haben wir noch jede Menge zu tun, um dann die ganzen Felder noch anzusehen, ne? Anzusehen, vielleicht noch zu grubbern, mit der Scheibenegge zu bearbeiten und viele, viele weitere Dinge. Klar, eine Direktsaat bringt den maximalen Umweltbonus, ne? Das vielleicht auch noch was zur Info. Flügen gibt halt Abzüge in der B-Note bei Precision Farming. 31% haben wir. Das heißt, wir können jetzt hier einmal so ein bisschen weiter rüberfahren. Und versuchen jetzt hier mal so ein bisschen gerade zu bleiben. Aber ich glaube, das funktioniert ganz gut. Man hat ja irgendwie so die grobe Orientierung mit der Breite. Könnte das natürlich auch mit Spurstangen machen, ne? Je nachdem, wenn man zum Beispiel eine Drille hat, würde man das natürlich dann auch ein bisschen besser sehen. Wenn man jetzt kein GPS hat. Aber, ja. Das macht man natürlich nur bei der Aussaat, ne? Nicht beim Düngen. Aber Düngen tut man ja sowieso erst danach. Das heißt, man hätte die Fahrspuren ja sowieso schon drin. Und könnte sich dann dahand dessen so ein bisschen orientieren. Aber schreibt mir mal gerne eure Meinung rein, welche Fahrzeuge denn hier so zukünftig genutzt werden sollen. Auf lange Sicht natürlich gesehen. Denn wir sind noch lange nicht so weit, dass wir uns irgendwelche neuen Fahrzeuge kaufen könnten. Wir werden aber auf kurz oder lang auch mal ein paar Fahrzeuge haben, die von der PS-Stärke her ein bisschen höher sind. Damit man auch ein bisschen mehr schafft. Ne, zu Beginn habe ich ja gesagt, okay, bleiben wir eher bei den kleineren Gerätschaften. Aber nach und nach wollten wir schon dann auch mal wechseln. Ich will natürlich den Charme der Karte hier behalten. Das heißt, man könnte ja durchaus in Richtung New Holland gehen. Ne? Das wäre halt so die Sache, die man machen kann, meiner Meinung nach. Wäre, glaube ich, auch sehr interessant für den einen oder anderen. Fiat gibt es jetzt nicht so viele. Ich habe euch das Eisenschwein mal gezeigt hier von der Fuscher Garage. Das wäre noch eine Alternative als Fahrzeug. Der Landini, den ich euch gezeigt habe, wäre auch vielleicht interessant. Den könnte man sich auch nochmal anschauen. Ich muss mal wieder auf der Edo-Seite nächste Woche mal in Ruhe gucken, was man denn da so für Fahrzeuge sich vielleicht mal holen könnte. Oder mieten. Oder whatever, ne? Schauen wir mal. Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist in Fiat erstmal tanken, ne? Also tanken ist sehr wichtig, denn ohne Sprit fährt die Kiste nicht. Und der Fiat ist sehr durstig. Ne? Das ist euch wahrscheinlich auch schon aufgefallen. Über die Folgen. Die hat schon mal ordentlich Durst. Na, guck mal, da haben wir jetzt gleich so um die, fast 10.000 Euro verdient. Natürlich den Einsatz von Dünger darf man natürlich auch, muss man natürlich abziehen. Das ist natürlich auch mal wichtig. Aber alles in allem haben wir dann zwei Aufträge abgeschlossen. Dann könnten wir eigentlich mal tanken fahren. Wobei die Tanke ist halt richtig weit weg, ne? Oder ich mache das irgendwann mal im Offstream oder wechsle gleich das Fahrzeug beim Abfahren. Das wäre halt die andere Lösung. Wobei viel abfahren tun wir, glaube ich, eher nicht. Denn wir sind ja bei uns auf dem Feld unterwegs. Deswegen sollte das auf jeden Fall passen. Super. So, jetzt können wir hier auch nochmal drehen. Ich orientiere mich hier mal so ein bisschen an die Fahrgassen. Dann sieht man halt hier die Ecken. Und sieht jetzt auch hier schön die Fahrspuren, ne? Die ich da lang gefahren bin. Ja, guck mal, das sieht doch. Klar, ich verschenke links und rechts ein bisschen was, weil ich es halt manuell mache. Aber im Endeffekt kann man das auch ohne VCA machen. Ich glaube, Niesien spielt noch ohne komplett VCA. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob sie sich das vielleicht jetzt mittlerweile auch angewöhnt hat. Aber ich weiß, dass die sich lange gesträubt hat, das zu nutzen. Oder auch GPS oder so. Aber alles in allem, ja, ist es mehr oder weniger gerade abgefahren. Wir werden noch einmal rauf, einmal runter. Und dann haben wir dann auch das Feld hier soweit fertig. Da waren ein paar Hektar mehr. Und dann drehen wir gleich. Einfach die falsche Taste gedrückt. Wer kennt's nicht? So. Wollte eigentlich
Taste muten, habe aber die hier gemacht. Die Schreitaste. Wer kennt's nicht? So, einfach wieder gefettfingert, wie der liebe Randy sagen würde. So, schauen wir mal. Tipptopp. Sehr schön, sehr schön. Dann haben wir es gleich geschafft. Dann fahren wir zurück zum Hof. Tanken machen wir dann irgendwann mal. Gehe ich von aus. Ja, das müsste dann passen. So, und jetzt können wir noch hier die letzte Bahn fahren. Zack, sind dann auch gleich fertig mit dem Auftrag. Nochmal ein bisschen nachbessern. Das sieht man jetzt hier besonders schön. Und in der Realität sieht man es halt nicht so genau, ne? So, aber wir sind trotzdem schon fertig. Das heißt, wir verschwenden da nichts. Fahren den ganzen Spaß hoch. Klappen den ganzen Spaß ein. Und können jetzt erstmal die beiden Aufträge abschließen. Vielleicht haben wir noch einen Düngerauftrag. Ich guck mal. Na, guck mal, sind noch weitere dazugekommen. Die kommen jetzt alle wieder rein, ne? Das hat wahrscheinlich was mit dem Update zu tun gehabt. 36, 38, 67. Wo ist denn das Feld 67? Das müsste doch auch hier um die Ecke sein, ne? Also das große Feld hier. Gut, das hätte man jetzt auch noch machen können, aber wir wollen auf jeden Fall ernten. Und das werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall machen. Da werden wir mit der Ernte beginnen. Ich fahre jetzt erstmal hier mit meinem Fahrzeug ein bisschen zurück. Hier seht ihr schön die Fahrspuren. Es ist auch relativ gerade, wenn man sich das mal so von oben anguckt. So mehr oder weniger, ne? So wie es halt gerade aussah. Ja, da können wir in der nächsten Folge mit der Hirseernte beginnen. Das heißt, die erste Ernte hier auf der Italia. Da freue ich mich auch schon persönlich sehr drauf. Und ich würde sagen, das soll es dann für heute hier gewesen sein. Bedanke mich, wie immer, fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen da lassen. Wenn es euch nicht gefallen hat, Däumchen da lassen. Und dann sage ich mal bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.